So, haben wir noch einmal ein Sieht man das Video offen? Vielleicht ist das ja noch lustig. Hat der gute Caro empfohlen. Deutsche Memes an die Schutzgeldzahler. Cool saufen. Wir gehen rein, Jungs. Wenn du das erste Mal mit den Jungs in den Urlaub fährst. Ich werde Alkohol im Alkohol nicht ersaufen. Ja, und dann stirb ich. Ich werde saufen. Er wird nicht saufen. Er trinkt Wasser. Ich guck's. Ich bin jetzt auch in einem Alter. Fühlt safe jeder, der schon mit seinen Homies im Urlaub war, Digga. Yo, Leute. Schickt mir in Zukunft gerne Clips zu Instagram. Links unten in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video. Gehen wir rein ins Intro. Kuss, kuss, kuss. Oh, ja. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Und herzlich willkommen. Sieht man das? Ja. Okay, let's go. Jetzt ist er da. Ron einfach Playboy. Mit mehr als 500 Pfund Sex. Ja. Bezahlt? Das finde ich krass, Digga. Beziehungsweise, wie alt ist der? Famous Birthday. Bin ich da auch? Bin ich da auch? F. Scheiße. Scheiße. Zu irrelevant. Aber wie alt ist der denn, Jungs? Ah ja, 1989 ist der 23, ja. Ja, ich glaube, da kann ich nicht mithalten. Oh, mit 500 kann ich nicht mithalten. Halt auch, ab und an? Ja. Sehr gut. Ich habe eine Frage, okay? Ja. Hast du dir schon mal zum Beispiel überlegt, Haare zu pflanzen? Nein, weißt du warum? Wirklich nicht? Hundertprozentig nicht. Du hättest meinen Großvater kennenlernen müssen. Allah, Hammer. Mein Großvater hat gesagt, wenn Haare wichtig wären, würden sie uns nicht am Arsch wachsen. Weder noch. Was ein Zitat. Weder noch. Imagine, er ist euer Geografielehrer. Russischer Hacker? Es gibt keine Bilder. Ach, Bruder. Ich kenne die Form nicht. Oma? Verstehe nicht. Wie nennt man das nochmal? Was denn? Komm, das hier. Bin. Wie? Oh mein Gott. Ich realisiere gerade etwas. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Leben war eine... Jungs, ich habe gerade was realisiert. Mir ist gerade eingefallen, dass meine Mom ganz oft gesagt hat, sie kauft Corny Peef. Corny Peef. Ich kaufe Corny Peef. Und es ist mir gerade eingefallen, ich dachte mir früher immer, was ist Corny Peef? Was ist Corny Peef? Jetzt verstehe ich das. Corned Beef. Ah. Das nochmal. Was denn? Corned das hier. Beef. Wie? Deutsches Corned Beef. Ah, Corned Beef. Ich hab mal Corny Beef gesagt, Digga. Corned Beef. Mr. Rain, danke für 6 Monate Reset, Bruder. Was gehört dir, wird aber hauptsächlich von allen anderen benutzt. Penis? Mein Penis? Mein Schwanz. Ja. Ja, ich schwöre, Digga, hä? Nein. Gehört mir für alle benutzt. Du kleiner, dreckiger... F an den Dreh. Oh nein, nein, nicht noch ein Fernseher, nicht noch ein Fernseher, nicht noch ein Fernseher, nicht noch ein Fernseher. Dortmund ist anders. What the fuck, Digga? Was ist denn bei ihm los, Bruder? Ich glaube, er fliegt gerade. Ich glaube, er fliegt. Er fliegt. Fernseher? Nein, es heißt Fernsehen. Die Fernseher. Ach, fick. Fick dich, Hugesuch. Den Amis ein bisschen Deutsch beibringen. Sponge in my arsch. Ich bin ein Hugensohn. I just wanna be, I just wanna be successful. Ich kenn den Song nicht. I just wanna be, I just wanna be successful. Digga, ich kenn den Song nicht. Hör doch mal hin, Alter! I just wanna be... Ja, ich verstehe dich, Alter! Ich mach, was soll ich machen denn gerade? Meine Pläne für den Winter. Ja, da seh ich mich. Da seh ich mich. Ist bei euch auch so, dass gegen Weihnachten einfach so ultra viel gegessen wird? Also über Weihnachten wirst du so voll fett, Digga, und dann so neuer so, oh, jetzt geh ich trainieren und achte auf meine Ernährung. Ich bei Mac ist nach dem Club. Oh ja. Ah, ne. Ah. Yeah! Jungs, am 1.12. um 0 Uhr. Und der Geilste! Geil, Digga. Bro, ich will so römische Lichter haben. Kennt ihr diese römischen Lichter und dann immer so anzünden und dann so. Egal wie alt du bist, das zieht immer. Expecto Patrono. Und dann gegen Kollegen kämpfen, Digga. So fight, so hier diese römischen Lichter-Fights. Warte mal. Hä? Ach so, 1.12. Ich dachte Neujahr. Ach so, Digga, wegen 9. November. Ja, Digga, ich raff den Joke nicht, weil ich schon direkt nach 3 Tagen verkackt hab oder so. Siri, wie groß ist mein Schwanz? Die Route wird berechnet. Danke. Hey Siri, wie groß ist mein Schwanz? Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Sag mal ehrlich, wie groß ist mein Schwanz? Darauf antworte ich nicht.
Wie groß ist mein Penis? Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Du bist eine kleine Hure. Darauf antworte ich. Gut für dich. Ich nach dem fünften Bier. Nee. Er wird so irgendwen gerissen. Ich möchte den Hinterbau und Sepp an Rechtschein Dank aussprechen, dass ein Leo gemacht hat. Ich bin sein Bub. Ich bin der Bub. Naki Bauer der Film. Oh ja. Was kann das Ding? Elektroschocks? Ja, also da ich ein Fachmann bin, kann ich nur sagen, es kann zwei Zeitzonen anzeigen. Dass sich bei dieser Uhr um ein Fake handelt. Oh! Das ist krank. Baby. Wir sind ein unabhängiger internationaler Geheimdienst. Die Kingsman Agents sind die Ritter der Neuzeit. Oh, nicht Kalles. Uwe ist heute auch mit dabei. Nochmal. Rauchen, saufen, randalieren, Scheiß an die Wände schmieren, Mädchen an die Möse fassen, das ist unser letzter Trost da und Brust. Prost! Mach mich schon so sauer, Digga. Wenn ich über wie Lockdown höre. Boah, Digga. Da los. Was ist da los? Gelenke sind was für Loser. Hä? Er dreht sein Bein und dann. What the fuck, Digga? Da bekommt dich ins Knie auf jeden Fall eine ganz neue Bedeutung. Auf die Straße! Der Grund, warum ich Schutzgeld bezahle. Krasse, passiert auf! Machen das Fahrradfahrer leider! Wird man nicht das? Ey, Uwe, gib mir dein Schutzgeld! Einem CL500, bring uns! Sag ehrlich, Bruder, wenn sie mein Pausenbrotgeld haben möchte, ich würde dir geben, Bruder. Durchtrainierte Typ oder auf dicke? Durchtrainiert. Ja, also bin ich dein Typ? Klar. Ja? Ja. Wie alt bist du? 16. Hey, Chip! DJ Khaled is back in the house. DJ Khaled is back. DJ Khaled is back, man. DJ Khaled. Was hat denn der Bratan wieder gemacht, Digga? Wow. Oh mein Gott. Da geht's dir gut, Digga. Oh mein Gott. Was hat er wieder gemacht, Alter? DJ Khaled is back. Völlig unfassbar, dass man einen Thaddäus Abi Diss den Weihnachtsmann Tag feiert, an dem ein kostümierter Fettsack in Häuser einbricht und Geschenke hinterlässt. Das ist Bodyshaming, Digga. Sehr schlicht gehalten. Man sieht, dass hier eher an die Umwelt. Nein. Ich wollte mir noch richtig ehrenlos was zu essen bestellen. Nein, ich hab's vergessen. Es gibt noch so einen Sandwichladen, Bro, der könnte noch offen haben. Nein, hat auch zu. Nein. Ich hab schon heute Wi-Fi getrunken, Bruder. Hier. Ist schon leer, Digga. Ist schon leer. Kurz überlegen, Bro. Ich hab noch so Chicken. Ist auch gesund. Ja. Ich glaube, die baller ich mir gleich rein. Ja. Nee. Ich hab noch Magerquark. Jungs, ich hab noch Magerquark da. Ich baller mir gleich da Magerquark rein, Bruder. Wenn Freundlichkeit gedacht wird, anstatt jetzt hier alles voll zu hauen mit irgendwelcher Tintenfarbe, finde ich schon mal sehr gut. Oh, Junge. Geil. Boah, ich brauche noch einen Burger. Jeremy arbeitet jetzt als Aushilfe bei der Bäckerei. Nur kurz Parfüm auftragen, ne, beim Brotschneiden weggehen. Oh yeah. Force Funny 20, danke schön für den 5. Monat, Bruder. Dieser eine Inder auf TikTok. Oh nein. Ein Reifen. Wieso spaltet er den Helikopter in zwei und fliegt dann als Adler weg? Okay. Was ist dieses beste Leben, von dem alle reden? Ab und zu, wenn ich lustig drauf bin, liege ich mich da oben nackt mit dem Gesicht nach unten drauf und erschrecke Menschen. Wenn ich ohne Lernen in die Klausur gehe. Ich hab 2 Striche, was heißt das? Wallah. Oh nein. Krise. Was reimt sich auf Flitzen? Pizzen. Ja, hallo. Puff für Rollstuhlfahrer. Spritzen im Sitzen. Ist die Pumpe an. Und es geht los. Einer der traurigsten Momente auf YouTube. Alter, und.
Er musste sofort die Kamera wegschmeißen, um ihm das Leben zu retten. So ein Ehrenmann. Ich nehme immer Schrauben mit auf die Achterbahn, um die Fahrgäste zu verunsichern. Nein, Bruder! Ja, schon lustig. Ich habe etwas gefunden. Was geht ab, ihr Schwanzlutscher? Wir schalten live zu in die Partie Real Madrid gegen Barcelona. Patrick, du Sohn, schieß ein Tor jetzt! Okay. Kollege ist einfach so ein Multitalent, Bruder. Der kann rappen, Stimmen verstellen, malen. Künstler ist der, glaube ich, auch. Yo, Ennis, was geht? Ich bin's, K. Mann. Oh, das ist der Beste, Alter. Warum lässt du jetzt? Wie geht's? Alles gut, K? Ja, verstehst du? Guck mal, das Ding ist so, ich wollte mit dir reden. Es gab einen kleinen Flachs zwischen Ihnen und Mats Hummels. Wegen dessen. Ach so, ja. Nee, der Poldi, der hat sich so ein bisschen über seinen Mantel lustig gemacht. Und dann war der Mats so leicht unsicher und hat abgefragt, ob das denn so gut ist. Und ich habe gemeint, ja, er kann das schon tragen. Also alles in Ordnung. Da muss er ein bisschen cooler werden. Der Styleberater. Danke, Thomas. Wenn Sie das erste Mal New Chicks. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten. Muss sagen, das war echt ein gutes Video, ne? War doch ganz lustig, ne? Für die Verhältnisse von, ne? War schon witzig. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Ich weiß genau, dass du lügst.